Weiter geht es mit einer neuen spannenden Folge Atlas Fallen. Freut mich, dass du da draußen wieder gespannt mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Sandläufer, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Es geht weiter, Leute. Diesmal kein Placement. Einfach nur so, weil ich wissen will, was jetzt aus dem Handschuh wird. Ihr wollt mich unterstützen, bewerten, kommentieren. Ihr wollt mehr davon sehen. Ganz einfach. Beobachtet uns. Einfach nur ein bisschen supporten. Ja, ja, der Sturm, ne? Der böse, böse Sturm. Kann ich da hoch? Aber ich kann keinen Doppelsprung mehr machen, weil ich keinen Handschuh habe. Kind, ich habe gesehen, was passiert ist. Der Gauntlet, ich kenne dieses Artefakt. Frag jetzt nicht, wieso. Es ist eine Waffe. Eine mächtige Waffe. Ich habe eine Stimme gehört. Sie sprach zu mir in meinem Kopf. Sei jetzt still und hör zu. Du musst das Artefakt zurückholen. Morat darf es nicht bekommen. Diese Kraft. Wir könnten sie nutzen, um uns von ihm zu befreien. Ja, einst hatten es die Ritter von Bastengar. Vor 10 Jahren nutzten sie es, um der Königin zu trotzen. Um das Volk zu retten. Aber wurden sie nicht besiegt? So ist es. Aber der Gauntlet spricht zu dir. Du musst ihn zurückholen. Er könnte uns alle retten. Morat hat sich ins obere Lager zurückgezogen. Sie waren dort auf der Suche nach Arbeitern. Sag ihnen, dass ich dich geschickt habe. Wir verlassen uns auf dich. Schön, dass du zurück bist. Komm, wir müssen reden. Aber wir haben doch eben gerade gesprochen. Ich muss mit dem hier reden. Finderin schickte mich zur Arbeit ins obere Lager. Geh zu den anderen Namenlosen bei den Gräbern hinter den Zelten auf der linken Seite. Jetzt aber schnell. Okay, das war erschreckend leicht, da reinzukommen, oberes Lager. Warum sollte ich hier stehen, wenn Morat einfach beschließen kann, uns alle zurückzulassen? Er folgt nur Telos. Ich meine, das tun wir alle, aber er ist übertrieben fromm. Da drüben ist ein Händler, aber ich habe eh kein Geld. Ich habe ihn in der Nähe des Lagers gefunden. Er hat versucht, sich einzuschleichen. Bitte, wir brauchen es. Ihr lasst uns verhungern. Halt deinen Mund, oder ich schließe ihn dir. Okay, da drüben ist noch was zu looten. Totengräber. Erstmal alles mitnehmen, was geht. Geld ist immer gut. Noch ein Namenloser. Ich hoffe, du bist hier, um mir zu helfen. Hast du Morat gesehen? Ich habe gesehen, wie er das Lager da hinten verlassen hat. Wenn du wirklich gehen musst, könntest du dich auch freiwillig melden, um die Phantome zu bekämpfen. Du wirst eine Rüstung brauchen. Der Verkäufer des oberen Lagers kann sie dir besorgen. Aber du brauchst Tribute. Die Wachen sind betrunken und müde. Du kannst wahrscheinlich ein paar ihrer Wertsachen finden, die herumliegen. Das sollte ausreichen. Ich kann jetzt nicht. Okay, Wertsachen, ja, bestehlen kann ich sie ja nicht, oder? Also die Truhe hier drüben kann ich jetzt nicht aktiv öffnen. Wahrscheinlich nur den Krempel einsammeln, der hier so rumliegt. Ja, meinst hier gibt's du Geld. Nicht, dass es schon fertig ist? Haut noch an, wir müssen etwas tun. Was sagst du? Die Karawane schafft es nicht weiter. Die Namenlosen sind unruhig. Sie streiten über die neue Route, reden untereinander. Die Sonnenfinsternis ist noch nicht vorbei. Ich muss zugeben, dass ich selbst an den Anordnungen der Königin zweifle. Warum wurden wir hierher geschickt, in die Wildnis? Meine Soldaten sind erschöpft und traumatisiert vom Angriff. Egal. Ich muss entschlossen wirken. Ein kleiner Einbruch meiner Autorität und wir werden eine Revolte erleben. Eine Revolution braut sich zusammen und ich werde gezwungen sein, sie alle zu beseitigen. Aber das wird unser Untergang sein. Diese Karawane hat bereits genug Blut vergossen. Ich werde jeden beseitigen, der diese zerbrechliche Ordnung bedroht, bevor sie unter ihrem eigenen Wunsch zusammenbricht. Also will er uns alle Tribute? Töten. Dann gib sie hier aus. Welch unwahrscheinliche Begegnung. Ich habe gesehen, was du im unteren Lager getan hast. Du hast Mut. Ich werde natürlich nicht nach deinem Namen fragen, aber es ist mir eine Freude, dich kennenzulernen. Ja, ebenso. Ich glaube, wir sind uns noch nicht begegnet, oder? Ah,
Mein Name, natürlich. Mal sehen. Lass uns auf Augenhöhe miteinander sprechen. Ich bin Händler und ich reise. Du kannst mich also den reisenden Händler nennen. Ich habe mich beim letzten Halt der Karawane angeschlossen. Kurz bevor wir in den Sturm gerieten. Das war nicht die beste Entscheidung. Meine Waren sind so herausragend, dass nur ich von all den Tausenden von Händlern da draußen an die Karawanen verkaufen darf. Nicht, dass es bei dieser Reise besonders gut geklappt hätte, aber trotzdem. Wo wir gerade dabei sind, brauchst du etwas von mir? Yep, ich brauch das da. So, Rüstungsmenü. In diesem Menü findest du deine Rüstung. Rüstung verleihen dir verschiedene Attribute, die deine Kampffertigkeiten beeinflussen. Drücke A, um neue erhaltene Ausrüstung anzulegen. So, jetzt bin ich schon undercover. Die richtige Rüstung für den falschen Mann, wie man so schön sagt. Ja, Chef, lass mich durch. Wenn du freiwillig da raus willst, nur zu. Ja, ich will nicht mehr herumsitzen. Ein namenloser weniger, um den ich mich kümmern muss. Aber mit Helm und allem sehe ich doch total undercover aus, oder? Rein theoretisch könnte man mich doch gar nicht unterscheiden. Tribute. Höre zu. Flammenblätter, man findet hier so viel Grünzeug und die Stimme redet wieder zu mir. Also, wo ist dieser alte Morat? Brauche deine Hilfe. Was ist? Ich bin im Moment sehr beschäftigt. Was machst du hier draußen? Außerhalb des Lagers ist es nicht sicher. Für dich immer noch eure Herrlichkeit. Und es geht dich eigentlich nichts an, aber ich schreibe Notizen über diese Sonnenfinsternis. Ich muss einen Bericht für die Kommandantin, für den Hohepriester schreiben. Deine Anwesenheit vernebelt meine Gedanken, Namenloser. Hast du Morat vorbeikommen sehen? Er ist vor nicht allzu langer Zeit in diese Richtung gegangen. Und jetzt geh bitte. Auf Wiedersehen. Nette Rüstung. Also designsmäßig. Brauche deine Hilfe. Zeigt den Weg. Ich bin ja schon unterwegs, Handschuhe. Jetzt entspann dich mal ein bisschen. Haben wir Tribute gefunden? Ach, guck mal, er zeigt mir hier wirklich den Weg. Er hinterlässt hier so eine Spur im Sand. Zeigt den Weg. Ja, ich bin unterwegs, Handschuh. Wie oft denn noch? So, jetzt bin ich in irgendeiner Höhle. Ich habe keine Waffe. Kerl ist hier. Er hat mich. Ja, was soll ich machen? Wie gesagt, ich habe keine Waffe. Der Gauntlet muss in der Nähe sein. Und Morat. Der wird mich einfach aufspießen, der Sack. Du. Gib den Gauntlet zurück. Wache. Erbärmlich. Das hätte ich von einem wie dir erwarten sollen. Wann lernst du's? Du bist nicht ohne Grund namenlos. Und wer vermisst schon einen weiteren toten Namenlosen? Warte. Komm zurück. Zu mir. Wo bin ich? Du bist hier. Ich war... Warum das habe ich nicht. Du wurdest entführt von Morat. Ich verstehe. Danke, dass du... Jetzt werde ich dich beschützen. Pass gut auf. Ich kann dich beschützen. Okay, und wie kannst du das Sandhaut? Drücke LB, um Sandhaut zu aktivieren und Angriffe abzuwehren. Ein rotes Aufleuchten vor den Angriffen zeigt an, wann Sandhaut am besten verwendet werden sollte. Eine erfolgreiche Abwehr setzt die Ablenkzeit von Sandhaut zurück, wodurch du Sandhaut direkt wiederverwenden kannst. Okay, dann machen wir mal Sandhaut und jetzt kann ich bam, bam. Meine Sandhaut lässt sie kristallisieren. Bam, bam, bam.
Und er haut drauf. Okay, da brauchst du ja wirklich. Perfektes Timing. Yes, baby. Eine Handvoll Sand kann mich eben nicht stoppen. Ich kann nicht glauben, dass wir überlebt haben. Wir sollten uns auf den Weg zum Ausgang machen. Warte mal. Was bist du? Ein Geist? Oder etwas Ähnliches? Ich kann mich nicht erinnern, aber der Name Telos, den kenne ich. Telos, die Ordnung, die Sonne, das sagt mir etwas. Ich beginne mich zu erinnern an meine Kräfte. Später, wir müssen weiter. Die Sandpeitsche. Ach, jetzt muss ich wählen. Waffenmenü. In diesem Menü kannst du deine Haupt- und Nebenwaffe annehmen. Es geht genauso wie am Anfang im Prolog. Okay. So, das ist meine Nebenwaffe. Ja, das kennen wir bereits. Das können wir hier, die Sandpeitsche einsetzen. Und wir können es natürlich auch kombinieren. Wer ist denn auch sonst, ne? So, erstmal wieder frisch gemacht. Erstmal die Buchse gewechselt. Offscreen-Indikatoren. Wenn ein Gegner außer Sichtweite... Ach so, okay. Ja, das ist auch einmal eins. Jetzt hängt der da oben, oder was? Okay, die Fähigkeiten sind schon geil, ne? Sind schon geil. Hier oben sehe ich auch, wir haben Essenz. 100 mittlerweile. Optik erinnert so ein bisschen an Darksiders, finde ich. So leicht irgendwie. Also jetzt nicht 1 zu 1, aber ihr wisst, was ich meine. So mit diesen ganzen Items, dem Handschuh, irgendwie auch so die Perspektive. Und Darksiders mochte ich sehr gerne. Ding. Ich kenne es. Der Wächter? Der kommt hierher. Abschaum! Verdammt! Gib mir das Relikt. Es ist nicht für Leute wie dich bestimmt. Es gehört mir. Telos verlangt es. Das ist nicht gut. Du hast schon genug Unruhe gestiftet. Ich werde... Hauptmann, es ist die Königin! Ja! Wir müssen sofort hier weg, los! Schneller, schneller! Was ist das? Was ist hier los? Wir kontrollieren den Sand. Er trägt uns. Gut. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Denn ich tue es nicht. Okay, das ist nice, ne? Dieses Sliden. Ist halt mehr so ein Double-A-Game. Aber ich habe kein Problem damit. Solange es mich unterhält und eine packende Geschichte erzählt... Also bis jetzt gefällt es mir ganz gut. Bis jetzt gefällt es mir ganz gut. Ich bin mal gespannt, wo das Ganze halt hinführt. Hey, hey, pass auf! Wow! Oh, kannst du mich nächstes Mal warnen? Ich dachte, ich würde sterben. Tut mir leid, mein Verstand ist bestenfalls verschwommen. Die Königin, der Wächter, wir müssen vor ihnen fliehen. Meine Freunde, sie werden in die Hauptstadt reisen. Ich muss sie dort finden. Ist das nicht der Ort, wo die Königin lebt? Und du willst dahin? Nach allem, was passiert ist? Findarin hat erwähnt, dass die Ritter von Bastengar früher den Gauntlet benutzt haben. Sie müssen mehr über dich wissen. Die Ritter von Bastengar? Das klingt so vertraut, ja.
dann lass uns diese Ritter finden. Am besten, bevor wir die Hauptstadt erreichen. Alter, wie weit wollen wir denn noch wegsliden? Da vorne ist ein Durchgang. Du meinst ein Loch? Warte! Vertrau mir. Mein Sand wird dich abfedern. Meistens. Wir müssen uns ziemlich weit von der Karawane entfernt haben. Vorhin hat jemand den Wächter geführt. Die Königin? Ja, die tausendjährige Königin. Sie ist der Avatar von Telos. Das weiß ich. Das ist alles sehr rätselhaft. Aber wir sind vorerst entkommen. Wir sollten weitermachen. Ich spüre Menschen nicht allzu weit von hier. Es gibt eine Siedlung in der Nähe. Das könnte Castrum 7 sein, eine Karawanenstation. Vielleicht wissen sie etwas über die Ritter. Lass uns aus diesen Höhlen verschwinden. Ich spüre etwas in der Nähe. Im Boden. Das Podest da vorne? Nein, eher etwas aus Metall. Ist das ein Amboss? Was ist das? Der Gauntlet reagiert darauf. Es ruft mich. Ich erinnere mich an etwas. Das Bauwerk da hinten. Wir können es freilegen. Was? Wie das? Ich sag's nochmal, vertrau mir. Okay, wir können das hier heben. Wow! Es war, als würde ich in den Sand hineingreifen. Es fühlte sich so seltsam an. Das Metallding im Boden. Es war zerbrochen, aber es muss noch andere geben. Die Fähigkeit, das auszugraben, was unter dem Sand liegt, sollte sich als nützlich erweisen. Okay, das ist schon mal cool, dass wir hier auch noch so neue Fähigkeiten bekommen. Ich frage mich halt jetzt nur, ist das mega gigantisch Open World 1000 Quests oder eher so ein bisschen straight? Weil ich mag es halt nicht, wenn es zu mega gigantisch ist mit Millionen von Nebenmissionen. Ausrasten erhöht deinen Schaden. Essenzstein. In diesem Menü findest du Essenzsteine. Essenzsteine verleihen dir im Kampf Kräfte und Effekte. Jeder Essenzstein muss an einer bestimmten Stelle in der Momentumleiste ausgerüstet werden. Der bronzefarbene Rahmen um den Stein zeigt an, dass du gerade einen Rang 1 Stein erhalten hast. Drücke A, um den Essenzstein im Essenzsteinplatz mit bronzefarbenen Rahmen zu platzieren. Die Symbole unterhalb des Namens eines Essenzsteins zeigen seine Stufe an. Die Anzahl der Symbole ist ein Hinweis auf die Stärke von Essenzsteinen und erlaubt es, sie miteinander zu vergleichen. Aha. Die Stufe eines Steines kann durch Verbessern erhöht werden. Zum Verbessern von Essenzsteinen werden bestimmte Pflanzen und Mineralien benötigt. Außerdem muss man Essenzstaub verwendet werden, dessen Menge von der Stufe abhängig auf die eine Essenzstein verbessert werden soll. Okay. Ich brauche strahlende Blätter 1, Flammenblätter habe ich und kupferhaltiges Erz. Aha. Los, halte das Momentum im Fluss, um seine Kraft freizusetzen. Hörst du es? Jetzt mache ich mir Damage. Bam. Ah, es läuft ganz knackig, das Kampfsystem. Bams. Materialien.
Na, alles mitnehmen, was man irgendwie finden kann. Die Frage ist nur, gibt es dann da so einen richtigen Grind? Muss ich immer wieder zurück in diese Gebiete und neue suchen und neue finden, oder? Das Momentum wird schwinden, wenn wir aufhören, Phantome anzugreifen. Weil die Gegner droppen ja nichts außer eben Essenz. Und hier gibt es halt diesen komischen Pilz. Ein Eckenpilz. Ich freue mich jetzt schon, wenn es einen Boost gibt. Nach vorne oder sowas. Ich wette, sowas wird kommen. Dickhäuter. Anlegen. Erhöht die Verteidigung. Ah, ich habe aber nur einen Slot. Naja, bleibe ich erstmal bei mehr Damage. Langlebigkeitssteine. Hier drüben einen weiteren Essenzstein in der Nähe. Hammerwurf. Wirf einen Hammer auf dein Ziel, der zu dir zurückfliegt und allem Schaden zufügt, was sich ihm in den Weg stellt. So rum. Anlegen, das haben wir. Hier haben wir Platz. Aktive Steine. Okay. Der ist jetzt hier drin. Aha. Ah, LT und X. Der nice. Hier ist anders. Er hat viel mehr Kraft. Bams. Noch mehr oder war es das schon? Nice. Okay, das Ding hat Cooldown. Und kurz. Und wir naschen mal eine Heilung. Also bekommen wir nicht nur irgendwelche temporären Boni wie mehr Schaden, sondern auch ganze Fähigkeiten, die wir natürlich einsetzen können. Ich spüre einen Luftzug. Wir sind nah an der Oberfläche. Was du nicht alles spürst, Bruder. So, wir haben drei Pilze. Früher gab es hier Berge. Welche Wälder. Spürst du immer noch die Siedlung? Ja, sie ist nicht mehr weit entfernt. Warte, da vorne ist noch ein Metallgegenstand. Ein Amboss, ja. Vielleicht kann ich mich an mehr erinnern. Ist schon die Frage, wie komme ich da hoch? So rum? Wahrscheinlich. Okay. Und hier gibt es Schreibwerkzeug, gewöhnlich Artefakte halten. Eine Kiste. Geld. Oh, Geld ist auch gut. Geld ist auch immer gut. So, das wird wohl wahrscheinlich dann die Open World sein. Sehr, sehr sandig. Atlas Fallen ist extrem sandig. Sandig Fallen nennt man es auch. In Fachkreisen. Ersatzbein selten. Grab es aus. Wir brauchen seine Kräfte. Ems. Oh. Was? Halt, bleib zurück. Warte. Warte. Bist du die Stimme in meinem Kopf? Ja. Dieser Amboss erlaubt es mir, mich in dieser Form zu zeigen. Bewegen kann ich mich allerdings nicht. Seltsam. Ich bin Nayal. Ja, naja, das
hast du mir schon gesagt. Aber all das hier, sag mir, was hier los ist. Was bist du überhaupt? Ich bin ein Geist, denke ich. Tut mir leid, mein Gedächtnis ist immer noch lückenhaft. Der Gauntlet, den du trägst, ist ein uraltes Artefakt. Und es enthält gewissermaßen nun mich. Dieser Amboss, er ist mit dem Sand an diesem Ort verbunden. Ich spüre Erinnerungen durch ihn. Nicht nur meine. Die Erinnerungen des Sandes. Du musst dir etwas ansehen. Was? Wie bist... Vor 10 Jahren begehrten die Ritter von Bastengar gegen uns auf. Sie erwarteten uns in ihrer größten Festung in Kaladrias. Eine Festung, unbezwungen seit Jahrhunderten. Doch ihre Hoffnung war trügerisch. Und ihr Mut war größer als ihr Verstand. Ich hatte sie vor ihrer Torheit gewarnt. Gewarnt, dass ich gezwungen wäre, sie niederzuschlagen. Doch sie hörten nicht auf mich. Telos forderte die Säuberung. Und ich tat wie geheißen. Der Kampf brach los. Und wir waren weit überlegen. Doch die Ritter hatten eine geheime Hoffnung. Ein Gauntlet aus der ältesten Zeit, angefüllt mit Macht, die meiner ebenbürtig war. Doch es war eine trügerische Hoffnung. Denn der Gauntlet konnte nicht geführt werden. Er war nicht bereit und wandte sich gegen sie. Das Symbol ihrer Hoffnung fiel. Und mit einem einzigen Lichtblitz nahm es ihnen alles. Die Rebellion war gescheitert. Das Licht verblasste, der Sand setzte sich und Stille zog ein. Oh, was war das? Diese Vision kam aus der Vergangenheit. Die Ritter von Bastengar haben den Gauntlet in der Vergangenheit benutzt. Aber es hat nicht funktioniert. In der Vision konnte ich die Ritter sehen. Finderin hatte recht. Sie wissen über den Gauntlet Bescheid. Dann bleibt unser Ziel unverändert. Ich will auch mehr darüber wissen, was geschehen ist. Und über mich. Und wenn wir das geschafft haben, können wir Finderin und die anderen in der Hauptstadt sehen. Ich hoffe, sie sind in Sicherheit. Dieser Amboss hat mir eine weitere Erinnerung gebracht. Wir sollten jetzt in der Lage sein, durch die Luft zu springen. Warte mal. Meinst du etwa fliegen? Nein, nicht fliegen. Versuch es einfach. Und du wirst sehen. Moment, ich habe hier noch ein Amulett. Kann ich das anlegen? Yes. Nein, nicht fliegen. Versuch es einfach. Und du wirst sehen. Okay, wie versuche ich das dann? Ah, hier kann ich speichern. Das ist mal nice. So, Verbesserung. Gauntlet-Verbesserung. In diesem Menü findest du den aktuellen Zustand deines Gauntlets. Später kannst du die Fähigkeiten des Gauntlets verbessern, sofern du die nötigen Teile gesammelt hast. Okay, verbessern. Geht anscheinend nicht. Alle im Paket enthaltenen Gegenstände befinden sich jetzt in deinem Inventar. Okay, aber wie fliege ich jetzt, Bro?
müssen hier drüben hin. Luftkampf. Ah. Wow, das ist... Ja, nice. Wow. Bitte bleibe konzentriert. Okay, wir können hier aber auch hier einfach runterangeln. Was auch ziemlich nice ist. Bams. Hab ja gesagt, irgend sowas wird noch kommen. Muss ja. Ein Abgrund, der zu breit ist, um ihn einfach zu überspringen. Aber für dich kaum noch ein Hindernis. Nö, ich bin jetzt schon... What? Naja, was ist los? Ich kann den Gauntlet nicht stabil halten. Bleib zurück! Hey! Lief wohl zu gut für uns. Wach auf! Komm schon. Na los! Oh, auf! Da. Ich meine, Taylor, sei Dank. Ich meine, du bist... du lebst noch. Er hat versucht, den Gauntlet zu stehlen. Mach ihn fertig! Der Handschuh will Blut. Was? Hände weg! Ich habe nur versucht, dich wiederzubeleben. Und wie es aussieht, war ich erfolgreich. Du hast eine tolle Nummer abgezogen. Ein grelles Licht, ein Luftzug. Puh. Und dann warst du da. Dein Gesicht kenne ich doch. Mein Freund, ich glaube, wir hatten noch nicht das Vergnügen. Ich bin Arif. Zu deinen Diensten. Was wolltest du mit dem Gauntlet? Oh, ich habe Geschichten darüber gehört, wie gefährlich er ist und dass die, die ihn tragen, verschwinden und nicht mehr auftauchen. Woher weißt du das? Wo hast du das gehört? Meine Güte, wie wissbegierig. Sagen wir, ich habe es von Freunden gehört. Freunde? Ja, also ich bin auch auf der Suche nach ein paar Freunden. Die Ritter von Bastengar, weißt du etwas über sie? Eigentlich nicht. Aber wenn du sie treffen willst, gibt es gleich dort einen Weg nach Bastengar. Wo? Hinter mir. Da ist ein Tor und eine Unmenge Sand. Also, die haben mir wirklich die Top-Sprecher hier an Land geholt. Ich kann dir dabei helfen. Wenn du meinst, dann mach mal. Falls du müde bist und dich ausruhen willst, gibt es in der Nähe ein Dorf. Hier, nimm das. Als Entschuldigung. Sie ist nur rudimentär, aber du kannst sie erweitern. Dankeschön, Nicolas Cage. Karte. Aha. Ah, okay, cool. Und die Karte ist gigantisch mega groß. Und wie gesagt, sie wird ja anscheinend irgendwie noch erweitert. Treffen wir uns später im Dorf. Bis dann. Jo, dankeschön, bis dann. Du alter Dieb, du. Ich glaube, ich mag diesen Mann nicht. Wenigstens hat er uns Informationen gegeben. Wenn die Ritter hinter dem Tor sind, können wir es freilegen? Vielleicht hast du dir den Kopf gestoßen. Weißt du noch, was gerade passiert ist? Der Gauntlet ist instabil. Und nicht nur das, er ist unvollständig. Er hat nicht genug Kraft, um etwas so Großes auszugraben. Noch nicht. Du hast einen Plan, oder? Noch nicht? Kann er repariert werden? Ah, Vertrauen ist kompliziert. Verstehe. Aber ja, wir können den Gauntlet reparieren. Erinnerst du dich an die Vision und die Explosion des Gauntlets? Seine Teile wurden über das ganze Land verstreut. Wenn wir sie zurückbekommen, können wir den Gauntlet Stück für Stück neu schmieden und dabei neue Kräfte erlangen. Und weitere Explosionen verhindern. Gut. Und wie können wir sie finden? Ich spüre ein mächtiges Stück in der Nähe. Mit dem können wir anfangen. Ja dann, worauf warten wir? Natürlich holen wir uns das mächtige Stück in der Nähe. Was ist das da oben? Ist das da oben rein zufällig das mächtige Stück? Mein jugendlicher Freund?
Also wir müssen auch die Sachen gar nicht mehr mit B zwingend einsammeln, sondern wir können auch einfach dran vorbeisliden und dann nehmt ihr zumindest schon mal die Pflanzen einfach so. Wir können die Sicht von hier oben nutzen, um unsere Umgebung zu kartieren. Aha. Also ein Beacon quasi. So, die Karte wurde jetzt aktualisiert. Okay, nice. Ah, wie man sieht, gibt es hier jede Menge Krempel. Aber die Folge muss aufhören. Das ist das Stück, das ich gespürt habe. Das ist das Stück, das du gespürt hast. Okay, das machen wir noch. Es ist von etwas umgeben. Er scheint durch einen Zauber geschützt zu sein. Vorsicht, Phantome! Obacht, Phantome! I'm ready, man! Ey, ey, ey! So. Putz! Ich vermag mich zu erinnern. Das Momentum. Wir können es in vernichtende Schläge umwandeln. Okay, ja, das haben wir auch schon gesehen. Level 2, der Dude. Dieser hier ist anders. Er ist viel mächtiger. Ja, er ist wirklich viel mächtiger. Der Typ ist Taco. Oi, 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 oi. Was ich hier für Moves aber auch rausballere. Yes. Wir sollten jetzt in der Lage sein, das Stück zu bekommen. Dann her damit. Der Gauntlet sollte jetzt stabil sein. Aber das Stück, das du gefunden hast, ist immer noch inaktiv. Es braucht genug Splitter, die richtig in den Gauntlet geschmiedet sind. Kannst du diese Splitter auch spüren? Ja, ich zeige es dir. Ah, okay. Quest-Tracker. Lichtstrahlen. Jeder ist ein Splitter, der nach dir ruft. Nach dem Gauntlet. Können wir das Tor zu den Rittern freilegen, wenn wir sie haben? Ja, und damit auch mehr Kräfte. Mehr Erinnerungen. Also, das ist alles etwas viel für mich. Ich brauche deine Hilfe. Der kannst du dir sicher sein. Dir darf nichts geschehen. Wenn du sie aus den Augen verlierst, nutze meine Sinne. Die werden dir den Weg zeigen. Bams. Der Gauntlet sollte jetzt stabil sein. Das ist gut. Ja, da hast du recht. So, ich würde gerne mal speichern. Na, ich kann meine Rüstung auch noch verbessern. Alright, tun wir's. Und ich kann Perks verbessern. In diesem Menü kannst du deine Perks-Marken verwenden, um Perks freizuschalten oder zu verbessern. Naturheilkunde. Okay, ich bekomme mehr Pflanzen. So, wir speichern und sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bewerten, kommentieren eure Meinung zum Spiel in die Kommentare. Ich bin gespannt. Auf Wiedersehen und tschüss.